Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier zum Arsch, früh zum Arsch. Ja, wir machen weiter mit Ballenpressen. Ich werde gleich mal losdüsen und mir den LKW holen und dann mal den Ball einzusammeln. So, wo ist denn der LKW? Im Hof normalerweise. Charlie düngt gerade. Wir suchen. Ich habe den LKW nicht getroffen. Ist aber okay. Ich überlege, wenn man die gleich die Ballen hier lasse, dann ist es gleich erledigt, ne? Oder mal schön voll. Die lasse ich hier. Weil das müsste ich ja wieder extra fahren, ne? 90 Stück können wir hier lassen. Kann ich die anderen Ballen auf der anderen BGH lassen und hätte ich auch so getan, gesehen, aber wie gesagt, es ist dann ja ganz gut hier, gut aufgehoben hier, das war nicht so, das war nicht so ideal, aber gut, das ist egal, ist ja auch egal, in der zeitlichen gleichen Reihenfolge, so, da liegen sie nur alle, schön, und können alle Ruhe gern. Das ist ein bisschen leichter wie jetzt. Also wenn ich jetzt theoretisch alles in Silo reinfahren würde, dann müsste ich das mit Kursbrechen bekommen. Mit Abladen und Beladen der BGH. Wäre eine Option, ne? Na, ich fahre jetzt mal Richtung Feldnummer 36. Das ist ein Gruppe der anderen noch von Feldnummer 17. Und später wird nochmal die Felder 24 und 25 gemäht, dass ich aktuell ein bisschen warte, weil ich will ja kein Heu haben. Vielleicht mache ich dann noch heute die beiden Felder, mal sehen. Und mähe nur auf Schlag, also die Breite. Also dreckig, seitdem ein Update da ist, funktioniert nicht mehr ordentlich. Oder ich muss hier justieren, das kann natürlich auch sein, aber kann nicht dauern, kein Dauerzustand sein. So. Auf zur Wiese. Ein bisschen Gras ist ja noch, 0 Archimed ist ja schon. Der andere nimmt leider keine Grasballen, ne? Das ist ja reiner Palettenwein. Hat man so festgestellt. Die Heuballen könnte ich theoretisch, wenn es mir gelingt, separat wegstellen. Ne? Aber nur wenn es mir gelingt. Immer auf Auflademodus gehen. Ansonsten ist das egal. Ich da nun Silageballen rein für der Heu. Wegen drei Ballen mache ich jetzt keinen großen Aufwand. Kein Tamtam mehr. Noch nie geblieben letztes Mal, ne? Fehlt ein bisschen Regen, dass man weggeht. Aber na gut. Also hier glaube ich kriege glaube ich ein Trockenproblem. Wir haben plus 40 Grad hier Lufttemperatur. Das ist aber nicht normal. Da gibt nicht viel Silage. Nur Pech haben. Ist bald Heu. 23 muss ich auch noch pressen, aber die müssen fertig werden hier. Das dauert ein bisschen noch. Aber die waren wir ganz gut zusammen, das geht ganz gut. Aber auf der anderen Wiese ein bisschen mehr gelegen hat, also dass da links und rechts was liegen geblieben ist, keine Ahnung. Selbe Fahrzeuge, selbe Arbeitsweise. Ist halt so, ne? Manchmal kann man nicht verstehen, was ist. Bisschen Geld verdienen mit unseren Ballen. Der Düngerstreuer ist fertig. Oder der mit dem Mähen auf Feld Nummer 23. Da warten wir ab, bis beide fertig sind. Dann können wir noch verlieren. Jetzt bringt das nichts.
Müssen wir das ablenken. So. Den einen Ball da vorne, der ganz am Deich liegt, den muss ich wegnehmen. Das ist gefährlich für eine letzte Runde, fährt die beiden Fahrzeuge. Ja, die eine Spur ist total. Ja. Entschuldigung. So raus. Keine Ahnung warum. Jo. Kommen wir zusammen, ne? Aber mal sehen, nachher Gruppe, nächste Feld, die 18 und dann nachher, ob die 53, glaube ich, war gewesen. Weil die Felder jetzt, die ich jetzt alle Gruppe, würde ich ja im Prinzip, sobald das hier Sommer Tag 5 ist, würde ich hier beginnen mit der Aussaat mit Raps für nächstes Jahr halt. Dieses Jahr haben wir eingelagert im Silo, mal sehen, ob wir da noch schaffen, das Ding zu bauen. Die könnte man nacharbeiten, ne? Das muss man alles schon einsammeln. Ne? Bei Gelegenheit, da sind noch zwei Bahnen. Kann man alles bei Gelegenheit. Sogar ein bisschen Schwappen, wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ne? Aber ich würde das mit Luft manuell dran denken, bisschen. Ein paar Ballen noch pressen. Selber. Geht vorwärts hier. Die muss ich aber separat lagern, dass ich das bei nächster Gelegenheit Grasballen in die BGA bringe. Das ist ja ungünstig. Da verdienen wir nichts dran. Mann, ist der Turbo Overload, ne? Das habe ich mir bei Kettle kurz gespielt. Da den Ball aufsammeln. Wo ich jetzt eigentlich den Trick raus habe, ein bisschen mit der Maus. Ein bisschen steuern kann. Ein bisschen leichter als mit der Tastatur. Geht ja ziemlich ruckartig. So, das ist ja voll, ne? Auf zum Lagerplatz. Ein bisschen extra packen muss ich die. Nicht da, wo die noch alle liegen, das ist ungünstig. Schauen wir hinstellen. Wo sie mir nicht im Weg stehen. Nehmen den Schuppen da. Die Heuballen müsst ihr aber trotzdem rausnehmen. Könnt ihr da rein tun, ne? Die Heuballen. Die trocken liegen, das ist der entscheidende Punkt. So. So. Z. Schauen wir, die rauskriege. Die sind ja nicht gerade leicht, aber ich bin ja stark. Weil die müssen zumindest trocken liegen. Sonst ist halt ups. Da war noch einer, glaube ich, liegen. Nämlich Gras. Wenn man Gras in den BGH reingibt, dann ist es ja ungünstig. Soll noch einer dabei sein? Da. Oh, fall runter. So, müssten drei Stück gewesen sein. Ich kann auch liegen bleiben. Ja. Sportlich wie ich bin,
So. Den nächsten Ball holen, ne? Da ist auch noch ein Ball im Ball. Bevor hier mal der Regen kommt, dann lösen sie mir auch die Bude. Ist bei Heu und Stroh, bei Regen wird es weniger. Also die Lagerbar sind ja in Folie entwickelt, da ist kein Einfluss vorhanden, aber ansonsten bei durchdrehende Reifen. Und da mal gucken. Tut einen Ballen. Gut, dann gleich mal. Ach, nicht mehr durchdrehende Reifen. Da hat er sich den Ballen erledigt. Entledigt. Erledigt. Ah, ich sehe schon das Problem. Fahren wir gleich hin. Das Problem lösen wir gleich. Oder Leitplanke. Leitplanke ist auch nicht gut. Ja, der Kurs ist ungünstig. Aber gut. Müssen ein bisschen helfen. Jetzt muss ich wieder Kurs anpassen. Der ist ungünstig. Und ein Ballon. Also müssen wir den wahrscheinlich sehr wahrscheinlich hier mal woanders fahren lassen, also im Prinzip ja, andersweitig umstellen, ne? Also Kurs kann man nicht löschen, aber im Grunde mache ich ja das so eigentlich, dass ich ja den Kurs brauche, um wieder entsprechend hier Medien und pressen zu können. Ansonsten bei Abstürzen oder Spiel beenden ist gut, wenn er groß gespeichert ist, dann ist er komplett weg. Bei Neuladen. Jetzt nur, wenn er gespeichert ist, ist er vorhanden. Und dann genau zu programmieren wie jetzt, wird schwierig. Da müssen wir justieren, dass er sich zwei knapp trifft, ne? Oh, wieder Heu. Ja, das mache ich, dann sortieren wir aus. Das ist kein Problem. Dann denke, muss der Kurs mal gelöscht werden und neu gemacht werden. Und zwar mit drei Vorgewendebahnen. Ne? Dann ist die Gefahr nicht da. Dann stört die Leitplanke nicht. So schon. So. Ja, dann geht es auch Richtung, keine Ahnung, tausende Folge bald, ne? Mal dazu sagen, ich habe Zeit zum Spielen. Naja, die Motte. Und da war ich dann noch eine Thüringen-Karte. Die ja kam ein bisschen später raus. Deswegen ist da bis hinterher. Und Catalog Cops habe ich gerade angefangen. Hatte ich so nicht geplant gehabt. Ich hatte plötzlich gesehen, oh, Release. Ja. Muss man probieren, ne? Das hinkriegst. Ich hatte ja anfangs mal meine Probleme gehabt. Ich habe es mal getestet. Oh, das klappt das nicht ordentlich. Ja. Gut. Ich habe mir gesagt, okay, dann machst du das Tutorial fertig und Szenarien, wo es ein bisschen erklärt wird.
jetzt erschließt mir einiges, was ich mir nichts kaufen konnte. Ja, weil du brauchst XP. XP, im Grunde Ansehen, damit du das entsprechend was machen kannst, ne? Gut. Mit zum Eiern kannst du das nur verdienen. So. Können wir ein bisschen warten. Das ist ja beides fertig, ne? Also. Der war nicht fertig, ist angekommen auf 24. Und der ist. Den schicken wir auf Feld Nummer 25, glaube ich. 25. Oder 24. Das ist im Grunde egal. Hauptsache immer weg von hier. Dann ist ja dich bei. So, entlassen, das wird das nichts. Da haben wir wohl Glück gehabt, wenn ich abgestürzt ist. Vorversion ist immer abgestürzt. So. Dann war er fertig hier. Nö. Ach, unser Düngerfahrzeug, okay. Dünger, so. Den schicken wir auf Feld Nummer 36. Das finde ich gut, dass wir das alles so machen können. So. Aber klar. Ist ja ein Tiefer, ne? So. Und den genau gleiche. Können wir nicht löschen. Düngerkurs brauchen wir nicht speichern, das ist nicht notwendig. Das ist schnell getan. So, die Schauer, das soll es auch heute schon gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann sage ich tschüss, ciao. Jo, was ich da gleich mache. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.